Ich bin ein Berliner. Ach nee, das war ein anderer. Hallo meine lieben Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, wir haben wieder mal was von Wangi gebaut. Und zwar ist das das Lincoln Memorial. Ja, und die Setnummer ist die 4216. Das Set hat 979 Teile. Wir haben hier den schönen Karton. Typisch Wangi-mäßig, nichts Besonderes. Anleitung, ebenfalls nichts Besonderes, ist geklammert, hat, was haben wir gesagt, 12 Seiten und 24 Bauschritte. Und wie immer bei Wangi wird sehr, sehr viel auf einmal gebaut. Also auch da nichts Spezielles. Und dann würde ich sagen, messen wir das Ding doch gleich mal aus. Wir haben eine Länge von 26,5 oder 27 cm. Breite bzw. Tiefe sind 23,5 cm und Höhe sind 15, ja ungefähr so 15 cm bis hin zum Dach. Und ich würde sagen, bei unserem Review fangen wir doch gleich mal mit dem Dach an. Denn passiert tatsächlich etwas für Wangi eigentlich Besonderes. Man kann das Dach abnehmen. Hier haben wir 20 Teile ein paar und ihr seht auch sehr, sehr viel Weiß. Das seht ihr seht hier Weiß, ihr seht Fliesen in Weiß. Falls ihr euch also eine Schneelandschaft bauen wollt, dieses Modell bietet sich sowas von an. Sehr schön. Und es hat natürlich einen Grund, dass wir das Dach abnehmen können. Ihr seht das hier schon. Wir haben einen kleinen Stuhl gebaut, auf dem Lincoln sitzt. Zumindest gehe ich davon aus, dass das Lincoln sein soll. Macht ja auch keinen Sinn, sonst das Ding Lincoln Memorial zu nennen. Genau, was ist meine Meinung zum Modell? Das Modell selbst, wenn es fertig ist, sehr schön. Es ist natürlich schöner als diese Mini-Version von Lego. Schaut euch das jetzt mal ein bisschen so, damit ihr das auch seht. Es ist schöner als die Mini-Version von Lego, definitiv. Und mir gefällt eigentlich das Endergebnis sehr gut. Der Weg dorthin ist ein bisschen eine, ich sag mal, Friemelarbeit. Ihr habt sehr, sehr viele kleine Einzelteile, sehr viel hier. Einmal eins Tiles oder einmal eins Fliesen, einmal eins Plates. Oder hier diese halbrunden Säulen hier, die ihr rundherum macht, immer schön zwei aufeinander gestapelt, auch da. Es ist ein bisschen eine Geduldsarbeit, sage ich mal. Also da müsst ihr wirklich geduldig sein. Es sieht schön aus danach, tatsächlich mit dieser Säulenoptik, das ist sehr schön. Aber es braucht halt schon ein bisschen seine Geduld, es braucht teilweise auch ein bisschen Nerven, denn es ist ein, ich glaube zumindest älteres Wangi-Set. Die Steinqualität ist noch nicht hundertprozentig so wie sie heute ist. Sie ist gut, aber noch nicht auf einem Top-Niveau. Von daher würde ich sagen, es ist ein schönes Set für, eigentlich nicht für zwischendurch tatsächlich, weil ich brauche da schon. Ihr könnt da nicht täglich noch nebenbei was machen, ihr müsst da schon fast konzentriert sein, damit das wirklich schön dann aussieht. Sieht es bei mir hier auch nicht überall. Sieht man vielleicht, wenn ich ein bisschen näher komme. Aber das Endergebnis lässt sich definitiv sehen. Und wie gesagt, also falls ihr es nicht so halten wollt, nehmt die weißen Teile, macht euch da ein bisschen eine Schneelandschaft. Ihr habt hier sogar noch ein bisschen Grün hier und hier, um ein bisschen Rasen anzudeuten. Schneebedeckt ist. Also Fanmog sicher ein sehr, sehr gutes Modell zu einem guten Preis. Der liegt, glaube ich, bei irgendwie 30, 35 Franken oder so.
Und ja, also ich finde, es macht sich, weil alle Wangi-Modelle sehr gut im Regal. Ist jetzt vielleicht nicht gerade der absolute Hingucker wie vielleicht eine Golden Gate Bridge oder so, aber lässt sich durchaus auch im Regal sehen. Also so ist es nicht. Es ist definitiv kein Modell für solche, die zum ersten Mal Wangi bauen. Wenn ihr zum ersten Mal Wangi baut und ihr habt dieses Modell vor euch, ich schmeiß das wahrscheinlich wieder weg, weil ihr einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber vielleicht ein bisschen überhast sind, wenn ihr halt irgendwie in einem Bauschritt 70 Teile verbaut. Das ist halt, ja, es ist ein Ungewöhn, wenn man von, sagen wir, anderen Herstellern kommt, nenne ich keinen Namen. Und was natürlich ist, es ist sehr, sehr weiß, heißt sehr guter Staubfänger. Das müsst ihr natürlich auch beachten. Ansonsten ist es wirklich ein sehr schönes Modell. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Und ja, es gibt eigentlich fast nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Es ist ein kleines Modell, es ist ein schönes Modell, aber kein überragendes Modell. Und es ist ein Modell, das man, das hat wirklich als Ausstellungsmodell dient. Genau, das war es eigentlich zu diesem Modell hier. Und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ich sitze heute hier in meinem, ja, eigentlich nicht Klemmbausteinzimmer, ich sage jetzt trotzdem mal Klemmbausteinzimmer. Sagen wir Arbeitszimmer. Sitze hier mal in meinem Arbeitszimmer und versuche mal mit einer neuen Kamera hier ein Video aufzunehmen. Dann bin ich jetzt euch auch auf eure Rückmeldungen angewiesen. Sag mir bitte in den Kommentaren, wie ist der Ton, wie ist das Bild, war es vorhin besser, ist es jetzt besser? Sag mir das bitte, das werde ich mir zuerst nehmen und dann schauen wir mal, je nachdem was besser ist, wo das nächste Video aufgenommen wird. Hier habe ich eben auch ein bisschen das Platzproblem, da mein Tisch nicht so wahnsinnig groß ist, ihr seht das ja hier, der endet hier. Darum bin ich da wirklich auch auf euer Feedback angewiesen und freue mich da auch drauf. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie gefällt euch das Set, wie ist die Qualität des Videos, das ist auch sehr wichtig. Und sollte euch das Video gefallen haben, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, sollte mich noch nicht abonniert haben, auch sehr gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten bleibt eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als habt noch einen schönen Tag und baut wieder weiter. Ich bin ein Berliner. Ach nee, warte mal, das war ein anderes Gebäude. Was? Wie gekommen? Hab ich die Anleitung? Kopf, der noch nicht mal.